Janne Haig ein bisschen aus ihrem Leben etwas zu erzählen. Als nämlich der Film laufen gelernt hat, hat jene Dame ebenfalls gerade ihre ersten Schritte begonnen. Und etwas später in den nächsten Jahren war ich selbst Kinobesucher und habe die Dame damals gesehen, nicht wissend, dass ich heute hier stehen darf und ihr einen Preis überreichen darf, einen Ehrenpreis. Denn ihr Mann, Baron Heimerle, baute für sie das Schönbrunner Studio. Da verbinden sich natürlich einige Gedanken zu jener Dame, denn damals, als ihre Filme liefen, spielten sie ihr Geld ein, was heute bei manchen Filmen nicht der Fall zu sein scheint. Und darauf hinauf haben die Wiener Bankiers beschlossen, diesen Rosenhügel mit ihrem Geld zu sanieren und ihn zu bauen. Und da möchte ich nun Frau Liane Haid etwas bitten. Vielleicht kann sie einige Worte sagen zu der Zeit, in der diese Hallen hier gebaut wurden. Ich bin glücklich, hier zu sein. Sehr, sehr glücklich. Und ich kann nur eines sagen, was vielleicht wenig Mütter sagen können. Ich bin die glücklichste Mutter auf der Welt. Wo ist mein Sohn? Mein Sohn. Das ist er ja. Mein Pierre. Das war der Höhepunkt meines Lebens. Ich wurde Mutter. Ich darf Ihnen hier den Rosenhügel verehren. Bitte sehr. Ja, ich trage ihn Ihnen hinunter. So. Das ist